In unseren Lehrvideos und Vorlesungen sind wir bestrebt, Menschen in medizinischen Ausbildungen für die Grundlagen der Medizin und Neurowissenschaft zu begeistern. Aus gebotenem Anlass widmen wir uns nun einem sehr aktuellen und brisanten Thema und wenden uns über unseren YouTube-Kanal an alle Medizininteressierten. Ja, es ist ein medizinisches Thema, das unsere gesamte Lebenswelt innerhalb kürzester Zeit okkupiert und uns regelrecht aus unserer Normalität katapultiert hat. Ein Virus erobert die Erde und bringt dabei die menschliche Welt fast zum Stillstand. Experten, Intellektuelle, vor allem Politiker, sprachen recht schnell von einer menschlichen Katastrophe, gar von Krieg. Sie betonten, es ginge um Leben und Tod. Notverordnungen wurden ohne große Debatten auf den Weg gebracht, die Wirtschaft in ein künstliches Koma versetzt und bürgerliche Freiheiten auf eine nicht gekannte Art und Weise beschnitten. Wie über Nacht verschoben sich Parameter unserer Einstellung und unser Verhalten betreffend. Passend dazu hörte ich einen Kollegen aus den Neurowissenschaften in einem Radiointerview sinngemäß sagen, dass Angst und gar Panik in der Bevölkerung in diesem aktuellen Falle nützlich sein könnten, da sie die Menschen vorsichtig machten. Eine erstaunliche Aussage. Meine Position? Übermäßige Angst oder gar Panik sind auch in dieser Situation weder wünschenswert noch hilfreich. So erlauben Sie mir, gleich und ohne großes Aufwärmen, medizinisch, genauer neurobiologisch zu argumentieren an dieser Stelle. Bei überschaubarer Angst und Erregung aktiviert uns das berühmte Stresshormon Noradrenalin. Es rüttelt uns auf, lässt uns hoch aufmerksam die Außenwelt nach realen und potenziellen Gefahren absuchen, lässt uns aber dabei handlungsfähig bleiben. Übersteigen Angst und Erregung eine kritische Schwelle, dann wird unser Gehirn von eben diesem Noradrenalin regelrecht überflutet. Insbesondere der Teil unseres Gehirns, der für das Denken, das Problemlösen und die Handlungsplanung zuständig ist. Man nennt diesen Teil den präfrontalen Kortex hier vorne. Gerade er wird nun vom Noradrenalin über sogenannte Beta-Rezeptoren, an denen es nämlich andockt, regelrecht abgestellt. In einem Kampf auf Leben und Tod macht das Sinn. Wenn jemand versucht, mir Gewalt anzutun oder ich ein wildes, bissiges Tier vor mir habe, dann ist es wenig produktiv, über den tiefen Sinn des Daseins zu sinnieren. Um aber in einer komplexen, hochtechnisierten Welt zu sinnvollen Entscheidungen zu kommen, ist dieser Gehirnkrisenmodus wahrlich wenig hilfreich. Mit anderen Worten, in der aktuellen Situation ein Höchstmaß an Vorsicht, ein uneingeschränktes Ja. Aber wir sollten uns davor hüten, in einem Angst- oder gar Panikmodus zu agieren. So laden wir Sie ein, mit uns im besten wissenschaftlichen Sinne Distanz zum Thema einzunehmen, den Fokus ein wenig zu erweitern und das Objekt der Betrachtung, namentlich die SARS-CoV-2-Pandemie, so zu betrachten, dass wir unseren präfrontalen Kortex in voller Aktivität halten. So starten wir mit diesem Beitrag eine kleine Anti-Panik-Videoreihe. Die Videos möchten Sie informieren und Sie anregen. Anregen zu kritischer Analyse und zu einer, wie wir hoffen, freudvollen Erkundung medizinischer Wissensfelder rund um das aktuelle Thema.
All das getragen von der Vorstellung, dass dort, wo Wissen und Verständnis wächst, bei wohl begründeter Sorge weniger Raum für übertriebene Angst oder gar Panik bleibt. So laden wir Sie ein, uns auf dieser Rundreise zu begleiten. Und wenn Sie mögen, sehen wir uns beim zweiten Teil wieder.